Willkommen zum nächsten Christenlehrer. Ich habe euch heute mal mit zu mir nach Hause genommen, in meine Küche. Ich möchte heute mit euch ein Brot backen, ein Weißbrot. Wie das funktioniert, dabei könnt ihr mir einfach über die Schulter schauen, das geht am einfachsten. Für das Weißbrot brauchen wir Mehl, etwas Salz, etwas Zucker Hefe und lauwarmes Wasser. Dann wird das Ganze verrührt. So, ihr seht, der Teig klebt richtig schön zusammen. So, und wenn er dann so eine kleine Kugel ist, er ist schön warm durch das lauwarme Wasser, hole ich mir ein Handtuch und decke die Schüssel ab. Unser Teig braucht jetzt eine Ruhepause. Dazu stelle ich ihn abgedeckt, habe ein Tuch drüber gelegt, an einen warmen Ort, also dort, wo kein Fenster auf ist oder so. Und da darf er jetzt 40 bis 45 Minuten lang ruhen. Was in der Zeit mit dem Teig passiert, das könnt ihr euch in dem kleinen Film angucken. Der kleine Teigklumpen, der wird in der Zeit, wo er jetzt ruht, immer größer. Daran ist dieses kleine Päckchen schuld. Das ist Hefe. Die bewirkt, dass der Teig richtig schön aufgeht und dann am Schluss ein hoffentlich schönes, luftiges Weißbrot draus wird. Aber warum backe ich mit euch ein Weißbrot in der Christenlehre? Ganz einfach. Ich habe in der Bibel gestöbert und habe wieder eine schöne Geschichte von Jesus gefunden, die ist ganz kurz. Er erzählt den Menschen einfach nur, wie eine Frau ein Brot bäckt. Allerdings nicht mit Hefe, sondern mit Sauerteig. Das wird heute auch ab und zu gemacht, das ist aber nicht viel anders. Da kommt ein kleines Stück Sauerteig
in das Mehl mit dazu und dieser Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, macht also den Teig auch genauso locker wie die Hefe. Wieder ein Beispiel, das Jesus nimmt aus dem Alltag. Frauen haben damals mehrmals in der Woche Brot gebacken zu Hause. Die Leute wussten also, was mit dem Teig passiert. Und dieses Beispiel nimmt Jesus für Gottes Himmelreich. Er versucht es nicht großspurig mit irgendwelchen unverständlichen Dingen zu erklären, sondern er erklärt es anhand des Brotes. Gottes Reich fängt nicht erst irgendwann an oder ist unverständlich, unerklärbar, sondern ganz einfach und hier bei uns schon. Und es braucht gar nicht viel. Aus klein wird groß, auch mit Gottes Himmelreich. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Die könnt ihr euch mal angucken. Auch da geht es um aus klein wird groß. Unser Teig braucht etwas Hefe und lauwarmes Wasser, um größer zu werden. Die Sonnenblume, der Sonnenblumenkern, braucht Wasser, Sonne und Erde, um zu einer wunderschönen Blume heranzuwachsen. Der Ziegelstein braucht etwas Mörtel und Menschen, die mit ihm bauen. Daraus werden große Häuser, Brücken und ähnliches. Ein kleiner Mensch braucht liebevolle Eltern, etwas zu essen und eine schöne Umgebung. Und daraus wird dann ein Erwachsener, der im Leben etwas zustande bringen kann. Gottes Himmelreich braucht euch. Denn Gottes Reich ist überall hier schon auf Erden, wo Menschen füreinander da sind, wo sie sich mit Liebe begegnen, wo sie füreinander etwas Gutes tun. Und das können auch schon die Kleinen, das könnt auch ihr schon. Ihr könnt anderen etwas Gutes tun. Ihr könnt der Mama im Haushalt helfen. Ihr könnt jemand anderen bei den Hausaufgaben helfen. Ganz einfache Dinge. Der Oma einen Blumenstrauß bringen, um ihr zu zeigen, ihr habt sie lieb. Dort ist schon ein ganzes Stück von Gottes Himmelreich. Mit so einfachen Worten erklärt Jesus, wie Gottes Reich funktioniert. Und so einfach ist es auch. Und ihr dürft daran mitarbeiten. Ihr könnt Gottes Reich hier auf Erden schon mitbauen. Ich finde, das ist eine tolle Aufgabe. Jetzt müssen wir noch abwarten, wie gut das Brot gelingt. Wenn alles klappt, mache ich am Ende des Filmes, kommen noch ein paar Fotos, mache ich ein Foto davon, dann könnt ihr es euch angucken. Außerdem kann man aus einem Hefeteig noch viel mehr machen. Zum Beispiel einen leckeren Pizzateig. Auch da schelle ich euch noch ein Foto mit dazu, wie ihr ihn belegt. Das könnt ihr euch selber überlegen. Ich nehme am liebsten Schinken, Paprika und ganz, ganz viel Käse. Ich würde sagen, probiert es mal aus, lasst es euch schmecken. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt behütet. Bis demnächst. Tschüss.